Dies ist Dreamlight Valley. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. So, ich habe hier unsere liebe Mirabelle auf Level 7 gebracht. Und jetzt hat sie eine neue Aufgabe für uns. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt tun müssen. So. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in meiner Familie gab es eine ganze Reihe von Problemen. Ein ziemliches Durcheinander war das. Aber ich habe sie dazu gebracht, über alle Probleme zu sprechen. Ja, und das hat uns wirklich zusammengebracht. Deshalb, ja, wollte ich dasselbe für eine Familie hier im Tal tun. Aber, wie soll ich sagen, das ist nicht sehr gut gelaufen. Was meinst du damit? Aha. Aber du hast vielleicht mitbekommen, dass Herr Duck und Donald sich oft streiten. So wie meine Schwester Isabella und ich früher. Gestern hörte ich, wie sie sich vor Herrn Ducks Laden anschrien und ich habe versucht zu helfen. Okay, keine Vorwürfe. Jemand muss sich um die beiden kümmern. Was ist denn genau passiert hier? Oh, das ist so falsch. Ich habe bei meiner Familie Erfahrung gemacht, dass wir einander wirklich zuhören können, wenn wir irgendwo hingehen, wo es ruhig ist und ehrlich sagen, was wir fühlen. Na, da lud ich einfach Donald und Herrn Duck ein, mit mir einen Spaziergang durch den Wald der Tapferkeit zu machen. Ah, ich hatte so gehofft, dass etwas frische Luft ihnen helfen würde, sich zu beruhigen und zu hören, was der andere zu sagen hat. Aber nichts lief so, wie ich gehofft hatte. Sie redeten einfach aneinander vorbei, wie sie es so immer tun, und dann stolperte Donald auch noch über eine Baumwurzel. Er landete im Fluss. Herr Duck wurde umgeworfen und verlor seinen Kassenschlüssel an einen Waschbären. Ach du heiliger Bimbam. Das war ja nicht sehr erfreulich. Wahrscheinlich für unseren lieben Onkel Dagobert. Naja, und jetzt sind sie wütend auf sich selbst und auf mich. Oh Mann, naja, ich würde sagen, wir reden mal mit ihnen und dann können wir vielleicht die Lage ein bisschen besser beurteilen. Adios, cuídate. Okay, wir müssen mit Onkel Dagobert und mit Donald reden. Also, unser Onkelchen ist ja wahrscheinlich eh wieder hier in seinem Laden drinne. Wobei, wenn wir gerade da sind. Oh, cool. Ah, das habe ich schon. Oh, haben wir halt zwei. Haben wir schon. Einen schönen Tag noch. Die Spüle ist neu. Auf Wiedersehen und bis bald. Haben wir hier. Oh, ein Bild. Hallo. Königin. Sehr schön. Okay, Teppich haben wir auch schon. Einen schönen Tag noch. Das Sofa haben wir noch nicht. Und bis bald. Und hier haben wir noch ein paar neue Klamotten. Freundlichen Dank. Hallo. 12.000. Wow, okay. Oh. Na gut. Auf Wiedersehen und bis bald. Sei gegrüßt, Nachbar. Ein Mantel noch. Freundlichen Dank. Und dann kaufen wir drüben noch. Sei gegrüßt, Nachbar. Die Ballerinas. Auf Wiedersehen und bis bald. Den Strohhut. Noch ein paar neue Handschuhe. Sei gegrüßt, Nachbar. Auf Wiedersehen und bis bald. Und noch einen Rucksack. Freundlichen Dank. So, dann wollen wir mal. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey, Onkelchen. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Wir müssen da über Mirabelle und meinen Neffen reden. Ich sag dir, die jungen Leute von heutzutage. Was ist denn passiert, Onkelchen? Erzähl doch mal. Ah, gerne. Donald und ich hatten einen kleinen Streit, weil der Junge in meinem Laden eine Szene machte, als die Kunden versuchten zu stöbern. Mirabelle hat uns wohl gehört und bat uns, mit ihr einen Spaziergang zu machen. Oh, ich weiß nicht, was sie so erwartet hat, aber ich wette, dass es nicht das war, was sie bekommen hat. Als nächstes warf mein Neffe mich um und fiel in den Fluss. Oh, dann rannte ein Waschbär mit meinem Kassenschlüssel davon. Okay, das ist ja wirklich nicht so gut. Aber guck mal, Mirabelle hatte eigentlich gute Absichten, Onkel. Ah, ich bezweifle es nicht. Aber am Ende hatte ich Schlamm auf meiner Kleidung und verlor meinen Kassenschlüssel. Ach, jemand muss meinen Neffen zurechtweisen und ich brauche unbedingt den Schlüssel zurück.
Okay. Das hier ist eine Insel, auf der ich denke, wir müssen den Waschbären bestimmt fangen. So, wo treibt sich denn unser lieber Dagobert rum? Dagobert Donald, meine ich natürlich. Bei sich zu Hause im Boot und schmollt vermutlich vor sich hin. Hey Donald, was verkrümelst du dich da hinten in der Ecke? Danke, dass du vorbeigekommen bist. Oh, lass mich raten, mein Onkel Dagobert hat dich geschickt. Nein, wie kommst du denn darauf? Oh, er ist wütend, weil er denkt, ich hätte in seinem Laden Ärger gemacht. Dann wollte Mirabelle mit uns wandern gehen und plötzlich ging alles schief. Was ist denn deiner Meinung nach passiert, Donald? Ah, Onkel Dagobert fing wieder an, mich anzuschreien. Ja, also schrie ich zurück. Das ganze Geschrei über raschte dann ein riesiges, haariges Monster, das direkt auf... Okay. Ich war sehr mutig, habe Onkel Dagobert aus dem Weg gestoßen und dann gegen die Kreatur gekämpft. Das war bestimmt so. Und keineswegs war das irgendwie anders. Ah, gerade als ich dachte, ich hätte sie, warf sie mich in den Fluss und rannte mit Onkel Dagoberts... Was? Gerade als ich dachte, ich hätte sie? Sie? Meint er jetzt Mirabelle? Oder sie, die Waschbärdame wahrscheinlich? Okay, ein wenig unglaubwürdig, ein Monster? War es nicht bloß ein Waschbär? Ah, ein Waschbär, das ist ja lächerlich. Ja, es war riesig. Und ich habe Onkel Dagoberts Leben gerettet. Natürlich sieht er das irgendwie anders. Ah, nur wenn er seinen Kassenschlüssel zurückbekommt, wird er wieder glücklich. Ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall hier den Kassenschlüssel von dem Waschbären ergattern. So, wo treibt sich unsere Mirabelle rum? Immer noch oben? Ah, okay. Im Wald der Tapferkeit. Da müssen wir eh hin. Hey, warte mal kurz. Hey! Hey! Naja, und wie geht es so, Herrn Duck und Donald? Ach, sie müssen sich beide nur ein bisschen beruhigen, sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Und wenn wir bei Onkel Dagobert hier den Kassenschlüssel wieder zurückbringen... Dann ist das alles wieder in bester Ordnung. Oh. Oh, das ist perfekt. Oh, und könnten wir vielleicht auch etwas für die Waschbären im Wald der Tapferkeit tun? Oh, Donald hat sie mit seinem Geschrei ganz schön erschreckt. Das wäre vielleicht eine Win-Win-Situation. Wir machen was für die Waschbären und dann kriegen wir vielleicht den Schlüssel zurück. Ich würde sagen, ich suche mal nach dem Kassenschlüssel und würde ein paar Waschbären füttern. Auch wenn sie mich hassen, es ist wirklich schwer, sich ihnen zu nähern. Ah, am Anfang ja. Aber ich glaube, ich verstehe sie jetzt ganz gut. Man muss sehr geduldig sein. Sie werden nervös, wenn sie einen Fremden in der Nähe spüren. Du musst also auf ihre Haltung achten. Wenn sie auf ihren Hinterbeinen stehen, darfst du dich nicht bewegen, sonst fliehen sie. Ah, du kannst dich ihnen nähern, wenn sie sitzen. Aber hör auf, sich zu bewegen, wenn sie wieder aufstehen wollen. Okay? Oh, und sie lieben Bären. Warum weißt du so viel über die Waschbären, Mira? Ah, mein Cousin Antonio liebt Tiere. Er hat die Gabe, sie zu verstehen. Und er hat mir beigebracht, worauf ich achten muss. Dann werde ich mal schauen, ob ich Onkel Dagoberts Kassenschlüssel hier wieder finden kann. Und naja, in der Zwischenzeit hat der Waschbär ihn wahrscheinlich vergraben. Na, dann werden wir wahrscheinlich noch etwas graben müssen. Adios! So, also wir müssen den... Kassenschlüssel ausgraben und wir brauchen Bären. Ja, ich hole erstmal ein paar Bären. Die Frage ist, was für Bären brauchen wir? Nehmen wir hier ein paar Stachelbären. So. Himbeeren und Blaubeeren könnte ich auch gleich noch mitnehmen hier. Oh. Achso, davon haben wir eh genug. Ich hatte auf Münzen gehofft. Und vielleicht auf eine Kiste. Okay, also wir müssen auf... War hier nicht gerade schon was zum Ausgraben? Oh.
Vielleicht haben wir direkt Glück. Okay, das war's nicht. Ist da hinten noch was? Nee, das ist Holz. Okay. Dann suchen wir hier mal. Wir können eigentlich hier noch ein bisschen Holz mitnehmen nebenbei. Ach, und vielleicht die ein oder andere Blume. So. Wo haben wir hier einen Waschbär? Da hinten ist einer. Da sind sogar zwei. Okay, wir müssen uns vorsichtig nähern. Wenn sie auf den Hinterbeinen sind, dann dürfen wir uns nicht bewegen. Okay. Oh nein. Nein, er ist weggerannt. Er hat uns gesehen. Hinterher. Okay, uns langsam anpirschen. Er hat uns nicht gesehen, glaube ich. Rennt er wieder weg, oder? Na du, komm doch zu uns. Wir haben leckere Beeren für dich. Wie lange bleibt der denn so stehen? Wenn ich mich jetzt auf ihn zubewege, dann rennt er doch weg. Es hieß doch, wir müssen geduldig sein. Und wenn er auf dem Hinterbein steht, dann können wir uns ihm nicht nähern. Aber wenn jetzt die ganze Zeit so bleibt? Okay, ich probiere mal ganz langsam zu laufen. Okay, das hilft nicht, der rennt sofort weg. Okay. Er hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Oh, das ist schwierig. Nein, 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 nein. Verdammt. Wo ist er hin? Ich habe ihn verloren. Wo ist er hin? Er war doch gerade noch hier. Wo ist er hingehoppelt? Der kann doch nicht einfach weg sein. Okay, war auf jeden Fall irgendwo noch ein zweiter. Ist der auch weg? Da hinten ist einer. Na komm her. Aber der bleibt ja auch die ganze Zeit schon wieder so unruhig stehen. Sollen wir uns von ihm wegdrehen? Hm. Da war noch was vergraben. Jetzt stehen sie beide da und gucken uns an. Ich glaub's ja nicht. Wir haben leckere Beeren für euch. Okay, wir laufen einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gerade eine unglaublich... Weiß ich nicht, ob die Idee gut ist oder ob es überhaupt funktioniert. Moment. Einzäunung? Wir haben ja hier 100 Zäune. Ach so. Hm. Aber ich sehe hier nicht, wo der Waschbär ist. Okay, da ist der Waschbär. Ich wollte einfach einen Zaun drumherum bauen, aber das geht irgendwie nicht.
bleib doch mal hier jetzt. Sieht er uns hier? Ich habe mich gerade ein Stückchen auf ihn zubewegt und er hat sich nicht wegbewegt. Jetzt sieht er uns doch schon wieder. Jetzt komm doch mal her, mein Kleiner. Wie geduldig sollen wir denn hier sein? Okay, er steht da neben diesem Grasbüschel. Ich probiere das jetzt einfach. Ein Zaun. Hier irgendwo steht er. Okay, das funktioniert. So. Zaun hier hin. Und Zaun hier rüber. Waschbär gefangen. Okay. Jetzt mache ich hier eins weg. Dass wir hier rein können. Okay, können wir immer noch nicht rein. Muss ich mehr wegmachen? Irgendwie so. Aber damit er nicht hinter uns abhaut, umzäunen wir uns jetzt auch selber. So. Hallo, Waschbär. Na, geht doch. Ha! Sehr gut. Stachelbeere. Okay. Jetzt müssen wir nur noch wieder hier raus. Zack. Einmal den Zaun weg. Okay, dann müssen wir jetzt den anderen Waschbär suchen. Und was haben wir hier? Oh, was ganz Neues. Die Hexe und der Zauberer. So, den haben wir gefüttert. Wo ist der andere? Das müssen wir einfach genauso machen. Wo ist der andere Waschbär? Dich haben wir gefüttert. Hier war noch ein zweiter. Oh, wir müssen ja auch noch... Da hinten war auch noch was zum Ausgraben. Das hatte ich beinahe vergessen. Oh, und das sieht, glaube ich, auch gut aus hier. So, da haben wir auf jeden Fall den Schlüssel wieder. Aber... Oh, das ist der andere Waschbär. So. Okay, er ist hier vor uns. Müssen mal gucken. Wo wir ihn erwischen können. Da neben am Felsen. Das sollten wir hinbekommen. So, Zaun. Er sitzt irgendwo hier neben dem Felsen, glaube ich. Können wir das noch hier? So. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall... So, dann machen wir das Ganze jetzt ein Stückchen kleiner, dass wir hier durchpassen. So. Nein! Ah, verdammt! Hier geblieben! Das war nicht gut. Okay, da hinten kriegen wir ihn, glaube ich.
Da neben... Okay, er rennt wieder weg. Er rennt ziemlich weit da hinten hin. Okay, ich glaube, da hinten können wir ihn einfangen. Da müssen wir allerdings hier ein bisschen Platz machen. So. Das Holz lege ich auch gerade mal weg. Und jetzt wieder Einzäunung. Zack. Und das Ganze bis zum Schloss rangezogen. Da haben wir ihn. Und jetzt laufen wir einfach hinterm Schloss lang. Was, soll ich schon zumachen hier? Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, er ist gerade wieder hier an uns vorbeigerannt. Wo ist er hin? Da sitzt er. Okay. Neuer... Hat er sich bewegt? Ich hoffe, er ist noch da, wo er ist. 35 Zäune. Hier hat es mit dem anderen auf jeden Fall geklappt. Okay, so. Vielleicht erstmal gucken, ob es geklappt hat. Oh, verdammt. Er sitzt genau... Ich hoffe, er ist noch da geblieben. Er sitzt genau hier vor dem Pfosten. So. 7 Stück haben wir noch. Aber wir können ja den hier abbauen. Und hier rüberziehen. Nein, 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 nein. Nein, er ist da raus. Ich wollte da gerade reinlaufen. Okay, ich habe keinen Zaun mehr. Das war beim ersten irgendwie einfacher. So, vielleicht erstmal hier die ganzen Zäune wegmachen. Okay, wir sollten uns vielleicht gleich mit ihm einzäunen. Hier drüben. Gucken, wo er stehen bleibt. Okay, nein. Ah, er rennt wieder. Der muss doch mal stehen bleiben können. Da kommt er wieder zurück. Er rennt immer hin und her. Okay. Hoffentlich kriege ich das hin. Er ist irgendwo hier dahinter. So. Ah, verdammt. Eins zurück. Okay. Jetzt nach hier. Oh. Und... Irgendwie hier ran. Und das hier. Ich glaube, ich habe uns nicht mitgetroffen. Ich hab ihn auf jeden Fall. Okay, so. Dann machen wir das Ganze ein bisschen kleiner. So. Okay, ich glaube, da kann er nicht durch. Dann mache ich hier mal auf. Nein, er konnte hier am Baum vorbei. Was ein kleiner Racker. Das kann ja nicht sein. Okay. Wir beobachten es jetzt aus der Ferne.
Er bleibt da vorne stehen. Okay, genau hier am Weg steht er. Es muss doch möglich sein, den einzufangen. Er steht... Naja, genau am Weg weiß ich nicht, aber irgendwo hier steht er. Ich denke aber mal, jetzt werden wir ihn haben. Jawohl. Okay, ich habe ihn. Okay, jetzt machen wir eins. Jetzt mache ich den hier. Oh, zu, wollte ich gerade sagen. Wenn ich sobald ich hier aufmache, kommt er halt wahrscheinlich wieder raus. Okay. Ich hoffe mal, er ist immer noch da hinten. Okay, es wird enger für dich. Und jetzt sperren wir uns mit ihm ein. Und zwar... mache ich jetzt einfach das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. So. Und das mache ich jetzt um uns drumherum. Hallo, Waschbär. Das muss doch möglich sein. Jetzt mit ihm hier. Sehr gut. Oh Mann, das war ja eine Geburt hier. Ich hoffe, das geht irgendwie einfacher. Aber, naja. Mal die Zäune weg. Sehr schön. Okay, Dagobert erstmal seinen Kassenschlüssel wiederbringen. Und dann hoffe ich, dass alle glücklich sind. Diese kleinen Racker zu fangen. Beim ersten hat es so gut geklappt, aber der zweite ist so oft entwischt. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? So, guck mal hier, Onkelchen, wir haben deinen Schlüssel wieder gefunden. Einen schönen Tag noch. Ach, du mein lieber Scholli, du hast meinen Kassenschlüssel gefunden. Vielen Dank. Ah, ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die andere verursacht haben. Ah, ich hoffe, dass mein Neffe seine Lektion diesmal gelernt hat. Freundlichen Dank. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Aber ich denke, Mirabelle wird jetzt glücklich sein, dass alles wieder in seiner besten Ordnung ist. So, sie ist immer noch oben im Wald der Tapferkeit. Hey, Mirabelle. Entschuldigung. So, wie ist denn mit Herrn Duck gelaufen? Ist er immer noch wütend? Er war einfach froh, dass er seinen Schlüssel wieder zurückbekommen hat. Allerdings schien er noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Ah, ich wünschte nur, sie könnten wieder so miteinander auskommen wie früher. Ah, sicher, sie haben sich gelegentlich gestritten, aber dann nicht so jetzt. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit vor dem Vergessen. Ah, Moment. Fotos. Ah, das ist es. Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in meinem Album, mache einen Rahmen und wenn wir sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und... Nein, ich weiß nicht so richtig, Mirabelle. Vielleicht... Wie wär's, wenn du das Foto findest? Und ich mache einfach das Essen und den Rahmen und... Naja, ich möchte auch bei der Lösung des Problems helfen. Ist vielleicht besser, wenn wir das ein bisschen mit Samtpfötchen anfassen hier. Oh, das wäre großartig. Ah, du weißt ja, wie man sagt. Je mehr, desto besser. Oh, vielleicht könnte der Rahmen etwas als Thema haben, das die beide lieben. Ja, Donald lebt auf dem Boot und Dagobert... Naja, ist bekannt für seine Abenteuer. Also vielleicht irgendwie ein Muschelrahmen? Ah, ich sollte für die Herstellung vielleicht Glas, Weichholz, Muscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Was hältst du davon? Oh, das könnte klappen. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, was sie gemeinsam essen können. So etwas wie roten Obstkuchen. Ah, ich habe gerade einen davon hier im Rezeptbuch, das ich von Remi geliehen habe. Okay. Wiedersehen. Okay,
So, wir müssen den Muschelrahmen herstellen. Und dann wahrscheinlich noch den roten Obstkuchen. Ich weiß nicht, ob das so eine super gute Idee ist, was wir hier gerade machen. Aber gut, wir probieren uns. So. Familiarahmen. Und jetzt müssen wir noch einmal einen roten Obstkuchen machen. Ich glaube, den habe ich schon in meinen Rezepten mit drin. Ja, tut sich auf jeden Fall nichts. Haben wir den hier? Nein. Okay, dann Apfelkuchen. Roter Obstkuchen. Da haben wir ihn doch. So. Guck mal hier. Wir haben beides hergestellt. Hey! Oh, die sind fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde dann alles zu Herrn Duck bringen. Adios! Okay. Oh, da ist er ja schon. Herr Duck? Ah, Mirabelle-Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang mit Donald ein. Naja, nicht ganz. Ich wollte dir das hier geben. Oh, ein Bilderrahmen. Und den Obstkuchen auch noch. Oh, es macht mich traurig zu sehen, wie wütend du und Donald aufeinander seid. Die Familie ist doch so wichtig, weißt du? Vielleicht ist dies ja etwas, das du mit Donald gemeinsam tun könnt, um dich daran zu erinnern. Ah ja, das ist ein schönes Foto von uns beiden, nicht wahr? Ah, ich kann wohl nicht ewig auf Donald wütend sein. So sieht's nämlich mal aus. Ich bin sicher, dass es ihm genauso geht. Ah, ich hoffe, dass dir das Essen schmeckt. Ah, das werden wir. Und du hast recht, Familie ist wichtig. Oh, ich muss dir was sagen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ah, ich... Oh. Und, wie ist es gelaufen? Ja! Wow. Ah, wir haben es geschafft. Donald und Herr Duck haben sich verziehen. Ah, sie streiten sich nur ein wenig darüber, wer wem zuerst verziehen hat. Das ist natürlich wieder typisch hier, Donald und unser liebes Onkelchen. Aber ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ah, außerdem habe ich etwas Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Das stimmt, jede Familie ist irgendwo unterschiedlich. Man muss immer erst herausfinden, wie die Familie tickt. Ah, nur weil mir etwas und Isabella geholfen hat, sich zu vertragen, heißt das nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Aber nochmals vielen Dank für deine Hilfe und bis bald. Du hast mir wirklich geholfen. Sehr schön. Diese Nacht. Sehr, sehr gut. Wir haben bei Mirabelle echt, glaube ich, hier ein Stein im Brett. Ich bin so froh, dass du hier bist. Und mit Level 10 geht's weiter bei ihr. Adios. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge dann direkt machen. Oder was anderes. Also macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.